Hallo und herzlich willkommen zurück zu Thief. Genau, letzte... Wir haben noch unser Leben und die Macht unserer Zelle. Letzte Folge hatten wir ein bisschen geplempert und geguckt und sind vom Wachen abgehauen und die Glocke sei leise. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Tja. Ja, und wir wollen Bessu jetzt aus dem Gefängnis holen und deswegen klettere ich hier hoch, obwohl wir eigentlich dahinter müssen. Egal. Mich hier hoch? Wozu kann ich hier hoch springen? Bei Roxanne. Ja, na toll. Okay. Gut, dann eben nicht, dann also tschüss. Wann ich den Fluss bis hierher, erinnert mich irgendwie an Silbertod. Und daran, dass die Städte früher echt eklig waren. Ja, das hat man jetzt, glaube ich, sogar bei meinem Mikro gehört. Tut mir leid. Das tut mir leid, haben sie nicht gehört. Es tut mir leid. Ja, mein Lernpartner für meine letzte Prüfung hat mich angesteckt. Tja, dann such dir demnächst das nächste Mal einen anderen Lernpartner. Ich werde nie wieder einen gebrauchen. Was, du willst nicht studieren? Nee. Er will das schon. Ich wollte mal, aber irgendwie... Ich auch. Ziemlich viele panische Leute am Greystone-Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Aber gleich bin ich am Haus von Eastwick, dem Architekten des Barons. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfrieden kennt, dann sein Erbauer. Ich erinnere mich. Ja, ich halte es mir auch prinzipiell immer noch offen. Prinzipiell, ja. Ich habe halt nur... Hey, bitte. Wenn ihr sicher sind, erneuere ich mein Schiff. Es braucht also eine Krieg, um die Romantiker zu wecken. Ja, auf jeden Fall. Ich halte es mir noch offen. Aber so wirklich Lust darauf habe ich eben nicht. Ich wirklich nicht. Mir wurde gesagt, also bei dem Buch, bei dem ich mich beworben habe, dass wenn die Leute sagen, sie wollen studieren gehen, nachdem sie ihre Ausbildung gemacht haben, dass die auf keinen Fall genommen werden. Oder dass sie eher nicht genommen werden, weil die halt die Leute übernehmen wollen. Ach ja. Ja, na klar. Wenn du schon in jemanden Zeit und Geld investierst, dann... Ja, da war was zum Einsammeln, Mädel. Was? Ja. Da. Oh. Look. Das hat mich tatsächlich wieder so. Stand groß und breit da. Ja, ja, ja. Ja, okay. Naja. Ich weiß nicht. Also, eine Freundin hat dann halt auch erzählt, so viele Leute und meistens sind halt Partys und... Ich hoffe für Basso, der Bergfried ist so robust, wie alle sagen. Nein. Nein. Kann es sein, dass halt... Ach ja. Wahnsinn, das hat's jetzt voll gebracht. Kann es halt sein, dass da öfter mal Leute kommen und Party machen. Das wäre nicht so meins. Naja, es kommt halt eben darauf an, ob du in der WG wohnst. Und ansonsten, es kommt auch immer partymäßig darauf an, nicht jede Party ist gleich Party. Eastwicks Stadthaus. Was? Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Es können auch
auch ganz normale Geburtstagsfeiern. Von Geburtstag beispielsweise. Ja. Halt nur mit Freunden. Maschinen in den Wänden. Ich muss ja nicht immer in unglaubliche, riesige. Sir, ist Eastwick nicht der Architekt des Barons? Naja, die ist auf jeden Fall ziemlich oft. Oh, nicht gut. Kannst du dir Mühen geben, was du möchtest? Ich kann dir sogar nicht aufzuschieben. Oh, keine gute Idee. Steh hier nicht rum, finde ihn! Ich finde ihn! Okay, lassen wir das. Das war eine schlechte Idee. Warum betäubt das Menschen? Aber und keine Tiere. Ja. Meine Mutter hatte mir das geschrieben und das ist gerade echt ungünstig. Ach, das stimmt, dieser Punkt. Diese verdammte Stadt. Ja, ich weiß. Ich weiß halt nicht. Ich will den theoretisch eigentlich auch nicht umdrehen. Den Hund? Nee. Aber ich wüsste halt auch nicht, wie es sonst. Was ist mit den Eindrücken passiert? Die sind nicht die einzigen, die mich sehen. Ich kenne dich, wer du auch bist! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hä? Nur magst du! Halt! Scheiße, Mann! Das ist ja wie bei Pokémon, wenn ich irgendwie dabei war, den Kampf zu verlieren und dann das Gameboy ausgeschalten habe. Ja, dann was soll ich denn machen? Ich sterb ja sowieso. Oder heißt es der Gameboy? Keine Ahnung. Ist dir was? Die tragbare Handkonsole von Nintendo. Ey. Jetzt ist aber gut. Ja, das ist gut. So. Ah. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich bin einfach um. Vielleicht stirbt jemand. Offenbar nicht. Schade. Aber vielleicht hat es mir irgendwas geöffnet. Oder zumindest schön. Oh Gott. Okay. Ob ich die gut komme? Glaube ich nicht, oder? Fuck. Du tust gut daran, dich in den Schatten zu verstecken. Du bist weit gekommen, aber an mir beißt du dir die Zähne aus. Und läuft vorbei. Sich wahrscheinlich da drüben. Überleg dir gefälligst, wo er sonst noch sein könnte. In den Raum nehmen wir zum Du tust gut daran, dich in den Schatten zu verstecken. Irgendwann musst du rauskommen. Der Vogel ist ausgeflogen. Wenn das der Architekt war, wirst du dich vor dem Baron verantworten müssen. Was? Wieso sollte der Architekt draußen rumschleichen?
Was hat denn dieser scheiß Hügel gemacht? Rechne mit ab. Das ist wirklich, ja, dauert. Ihr wart. Wir sollen da. Wir gehen oh. Halt, stehen! Ja, wir schaffen es heute nicht mehr. Nee, das ist heute, keine Ahnung, irgendwie ist der Wurm drinne. Ich bin zu ungeduldig oder ich sehe nichts richtig. Ich bin auch. Ja. Hebel? Hebel umgelegt. Hey, warum wird mir nicht so eine Sequenz angezeigt, was ich ändere? Hoffentlich macht jemand Ärger. Und dann weiß ich es vielleicht. Ich wusste, hier hinten war irgendwas. Oh, fickt euch ins Knie. Mensch! Warum bin ich nicht früher auf diesen blöden Fokus gekommen? Ich vergesse den immer. Oh, das ist so nervig. Können wir das anzünden? Wahrscheinlich, aber es bringt auch irgendwie nicht besonders viel. Ach, schade. Eastwick hat sich in seinem Studierzimmer verschanzt? Das denke ich mir auch. Jedes Mal aufs Neue, wenn ich die so viele Wachen sehe. Das ist absurd, Tilly. Die Männer des Barons haben Theodore abgeführt wie einen gemeinen Dieb. Das ist sicher ein Missverständnis. Oh, sie haben ihre Befehle. Das haben sie gesagt. Befehle. Aber er kommt trotzdem nicht aus seinem Studierzimmer. Er ist schon recht lange da oben. 3 Nächte? 4? Selbst jetzt, wo wir diese Stadt verlassen, gehört sein Herz seiner Arbeit. Seine Frau ist nebensächlich. Könnt ihr uns auch hauen? Nein. Wieso sprecht ihr nicht mit dem Meister? Fyodor hört mir schon lange nicht mehr zu. Außerdem tue ich nichts, um diesen Rüpeln zu helfen. Früher hätte ich alles gegeben, um hinter diese Tür zu sehen. Irgendwann gab ich es auf. Ein flüchtiger Kuss am Morgen. Der Opiumgeruch an seinem Rock. Der war am Heirate niemals einen Künstler, Tilly. Ja, my lady. Ja, Künstler sind... Was hast du nur für Dummheiten gemacht, Liebster? My lady? Fyodor ist es wichtig, was die Leute von ihm halten. Ich sagte ihm, er würde an seinen Werken gemessen, nicht an seinem Verhalten. Er hat mich natürlich ignoriert. Jetzt kann er in seinem Studierzimmer darüber nachdenken, während wir hier festsitzen. Was, wenn er nicht kommt, my lady? Wir gehen so oder so nach Blackbrook. Fyodor kann ja nachkommen, wenn er kann. Ich habe die Stadt noch nie verlassen. Das wird für uns alle sehr aufregend. Ein ganz neues Leben. Bitte, erwähne die Stadt nie wieder. Allein der Gedanke an sie raubt mir den Schlaf. My Lady, soll ich die Schatulle des Meisters einpacken? Seid unbesorgt. Es tut weh, die Stadt in einer so prekären Lage zu sehen. Was sind das nur für schreckliche Zeiten? Sie sieht uns, oder? Nee, tut sie. Bei Rocks Zähnen. Deswegen habe ich einen Lack heute. Spür ich. Erstmal kurz gucken. Ist
Hier sind so viele Gemälde, die man sammeln könnte. Ja, aber nur bestimmte... Die Straßen sind nicht mehr sicher. Schade. Weil das nicht alles auf dem Schwarzmarkt verhökern. Nein. Überall Ratten. Ja. Und Wachen. Mhm. Fast genau so eine Plage, eigentlich noch schlimmer. Ja, weil Ratten sind nicht so nervig wie die, weil sie mir nicht gefährlich werden können. Ja. Theodor Eastwick, Diener des Löwen, auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. In das Studierzimmer komme ich. Es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Das Bild. Meister Eastwick, öffne die Tür! Der hätte sich wahrscheinlich nicht umgedreht, aber ist egal. Oh, ein Hase im Kleid. Abstrakt. Guter Fund. Auf der Rückseite ist eine dünne Füllerlinie verrückte Worte gekritzelt. Ja, Alice im Wunderland, der weiße Hase. Ränke führen zu vielerlei rostbraunen Abenteuern. Frisch geernteter Mais verschafft das befriedigendste Gefühl. Künstler können sehr exzentrisch sein. Ja. Die nehmen ja auch meistens Drogen. Ich will gar nicht wissen, was der Typ geraucht hat, der Alice im Wunderland geschrieben hat. Ich rein. Wo war das Büro? Warte mal. Ich weiß noch gar nicht, wo das Büro anscheinend ist. Oh, ernsthaft. Wieso? Guck dir das an. Da wäre ich auch gekommen, vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht. Aber ich hätte auf jeden Fall in dieses Haus gemusst. Und dann hätte ich auch... Die Luke habe ich wahrscheinlich geöffnet. Das ist möglich. Egal. Jetzt haben wir es. Wie so wie bei meinem ersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, da bin ich durch die Vordertür. Wie kam man dann nochmal in dieses lustige Büro? Ich weiß es nicht mehr. Was ist denn hier drin? Das ist ja wenigstens gehört. Ist also irgendwo ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihm denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, mach nur. Ich sehe mir den Raum mal an. Geheimer Eingang? Der kommt wie gerufen. Bei Rocks Zähnen. Euer Meister Eastwick hat was zu verbergen. Sonst würde er sich nicht in seinem Zimmer einschließen. Ich verstehe auch nicht, warum er sich der Wache widersetzt. Endlich ist mal was los. Mhm. Nehmt, was ihr wollt, aber lasst mich leben. Halt! Im Namen der Hülle! Ja! Ja! Hülle! Ja! Ja! Hülle! Ja! 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 Ha ha ha!
Na toll. Halt! Scheiße. Da bist du ja. Nein. Na gut, dann ebenso. Ja. Das glaubt wird selig. Was denn? Ja, beklau sie. Bin doch. Kann ich. Doch, warte. Oh, ey. Warte. Ist die Luft rein? Ist da? Hallo? Hä? Ernsthaft. Oh. Ja. Vogel, halt die Klappe. Ich bin genervt. So. Gut. Dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Hattest du nicht gerade drauf gedrückt? Nee, ich hab gespeichert. Ach.